Glück im Spiel, das hat Florian Silbereisen. Der Schlagersänger genießt momentan den Sommer und tut dabei auch noch Gutes. Gemeinsam mit anderen hochkarätigen Prominenten wie Ex-Boxer Axel Schulz und Schauspieler Jan-Josef Liefers schwingt er bei den GRK Golf Charity Masters in Leipzig für den guten Zweck den Golfschläger. Dabei wirkt der 37-Jährige trotz der Trennung von Helene Fischer im vergangenen Dezember sichtlich entspannt und erholt. Im weißen Polohemd und kurzer Jeans kommt nicht nur seine braungebrannte Haut zur Geltung, auch die Tattoos am linken Arm des Sängers bleiben sonst eher versteckt. Losgelöst und sonnengebräunt, so haben wir den Entertainer noch nie gesehen. Da stört es keineswegs, dass dem Fernsehmoderator bereits ein paar graue Härchen aus dem Bart wachsen. Doch egal ob graumelierter Bart oder sonnengebräunte Haut, Florian sieht einfach glücklich und ausgeglichen aus. Schmerzhafte Erinnerungen an Helene scheinen auf dem Golfplatz nicht existent zu sein. Genauso wenig wie Anzeichen von Trennungsschmerz und Liebeskummer.